Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, keine mehr da. Ich überlege gerade, ob ich das hier noch vorlese, was hier steht. Ich bin gerade etwas enttäuscht darüber, wie das alles gelaufen ist. Ja, viele Gemeinsamkeiten in diesem Antrag. Wir alle müssen Kompromisse machen. Das ist alles komplett richtig. Und mir wäre es auch sehr dran gelegen gewesen, dass wir mit 5 Fraktionen diesen Antrag einreichen und verabschieden. Dass das aber jetzt nicht passiert ist, und das ist hier der Tenor, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, liegt eben nicht daran, dass die FDP mal eben ausgeschlossen. Ich bin echt kein Freund in Energiefragen der FDP. Fragen Sie die Jungs, das können die Ihnen locker bestätigen. Sondern es liegt tatsächlich daran, dass die FDP auch in der letzten Obleuterunde ganz klar kommuniziert hat, dass sie in diesem Absatz den Klimaschutzplan liest. Sie haben der CDU nachgegeben, was das Revier betrifft. Den Revierbegriff, den haben wir gestrichen. Sie haben der FDP nicht nachgegeben. Die FDP ist danach ausgeschert. Und ich finde, das ist ihr verdammtes Recht, danach auszuscheren, nachdem man sich nicht in der Lage war, dann zu sagen, okay, die haben mit diesem Absatz Probleme und dann nehmen wir ihn halt raus. Was soll das? Also ich verstehe das tatsächlich nicht, warum das nicht gemacht wurde. Es ist vor allen Dingen für diesen Antrag, der lautet Augenhöhe für Betroffene, nicht relevant, ob der Klimaschutzplan da in irgendeiner Klausulierung drinsteht. Das ist einfach nicht relevant, das ist einfach total unnötig. Und nicht die FDP hat den Konsens da gebrochen, Sie haben den Konsens gebrochen. Rot-Grün hat an der Stelle den Konsens gebrochen und ich finde das total daneben. Ich wollte ein bisschen ein Loblied singen auf den Antrag, das ist mir jetzt so ein bisschen unmöglich geworden. Moment. Ja. Dann kam danach, nachdem die FDP gesagt hat, okay, wir sind nicht dabei, kam dann auch noch eine gemeinsame PM von Rot-Grün. Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, 4 Fraktionen verabschieden das, dann gibt es eine PM von 4 verschiedenen Fraktionen zu diesem Thema. Nein, es gab eine PM von Rot-Grün. Und was macht Herr Münstermann in dieser PM? Die FDP unterstützt, ich zitiere ihn mal, die FDP unterstützt den Antrag allerdings nicht. Sie ist also nicht bereit, ihr angebliches Engagement für Bürgerrechte gegenüber Bergbauinteressen auf eine verlässliche Basis zu stellen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Ich finde das einfach eine absolute Sauerei, an der Stelle zu unterstellen, die FDP hätte den Konsens deswegen verlassen. Nein, sie widerlegt es ja mit dem Entschließungsantrag, der für den Bürger an der Stelle sogar noch weitergeht. Und deswegen werden wir den auch unterstützen. Dankeschön.